Zwetschgen unter Sesamstreusel unter knusprigen Sesamstreuseln, bleibt dieser Zwetschgenkuchen frisch und saftig. Backen Sie ihn einen Tag vor dem Genuss, dann kann er richtig durchziehen und intensiv aromatisch werden. Kulinarisch reizvoll ist es aber auch, ihn gleich nach dem Backen warm zu servieren. Am besten mit einer eiskalten Beilage, zum Beispiel einem Vanille-Karamell oder Zimt-Eis. Zubereitung 1: Zwetschgen waschen, entsteinen, halbieren. Backofen auf 180-7 heizen. Springform mit Backpapier auslegen. Rand und Boden mit Assfett auspinseln. Zweiter Rührteig, Butter, Eier und Zucker, schaumig schlagen. Mehl mit Backgleichwar gut mischen und nach unter die Eiermischung rühren. -7 Zwetschgen unterheben. Alles in die Springform füllen. Husel, Sesam in eine Pfanne ohne Fett leicht anrösten. Mehl zu Zimt, Sesam, Butter und eine Prise Salz vermischen, schnell mit den, ihn zu groben Streuseln kneten und über dem Teig verteilen. In unterstrichteren Hälfte des Backofens 35 bis 45 Minuten backen. EIT, 30 Minuten zubereiten, 45 Minuten backen. Rips E1 halten einen Kuchen saftiger und sie lassen sich sehr vielfältig. Wird Kakao, Zitronen oder Orangenschale, Kardamom, Zimt, Spekulatius, 12 Kuchengewürz mit etwas gemahlenem Kaffee oder auch einem 1, Rosmarin. Zusätzlich zum Sesam kann man einen Teil des Mehls durch gemahlene Nüsse, Kokosflocken oder Mohnsamen. Assen nicht unbedingt Zwetschgen sein, die hier im Teig stecken. Andere 7.2 ehrlich aromatische Obstsorten schmecken auch, zum Beispiel Sauerehen, Stachelbeeren, Johannisbeeren oder Rhabarber.